Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde Seven Days to Die. Wir sind hier in unserer Mine, die wir jetzt angefangen haben. Ich mache jetzt hier noch zwei, drei Handschläge, und dann werden wir das auch erstmal beenden und wieder looten gehen. Weil wir ja gesehen haben, dass wir unheimlich viele Bücher noch brauchen, um überhaupt mal irgendwas zu reißen. Aber hier haben wir dann auf jeden Fall schon mal den Anfang gemacht. So, dann hacke ich mich hier noch rein, weiter rein, das ist nochmal Eisen. Naja, wir haben erst 35 Leben. Guckt mal hier, wir haben unseren ersten rohen Diamanten gefunden. Yippie! Den braucht man doch für diesen Klingenmod da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt. Hier machen wir jetzt mal einen mit Geländer an beiden Seiten. Ach komm, damit es schöner aussieht, gehen wir noch einen rein. Und dann machen wir da hinten wieder eine Abzweigung. So, jetzt gehen wir noch ein ganz klein wenig weiter nach unten. Für später, also für die Nacht. Ich hack mir hier mal gleich den Gegenüber auch gleich mit weg. Ich meine, oh, jede Menge Steine. Der muss auch noch weg. Damit sie halt, wenn wir hier in der Nacht hacken, uns nicht so richtig hören. Schön tief nach unten. Scheint es auch irgendwie schon keine Erze mehr zu geben, ne? Na, schon zu tief, oder was? Da liegt es auf jeden Fall schon nur noch Stein. Nach da gegenüber vielleicht. Einfach nur mal gucken. Ach nee, warte mal. Egal, jetzt haben wir den angehackt. Dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. So, weil wenn, dann müssen wir ja am besten in die Richtung, wo das nächste Erz ist. Also da wäre Kohle. Da ist Nitrat. Da ist diese geile Dreierkohlemine. Ja, dann erstmal nach Süden. Da wäre dann wieder Blei. Süden ist da. Weil wir hier ein bisschen Platz haben, um uns zu bewegen. Ich könnte mich zwar täuschen, aber die Erze ging in Alpha 20 weiter nach unten. Ne? Also falls es jetzt hier wirklich hier unten keine mehr gibt. Ist die Ausdauer weg. Ja, immer besser Kaffee mitzunehmen. Das darf ja alles in der Nacht nicht vergessen. Kaffee, Clownhammer und so. Den stellen wir schon mal wieder auf Blöcke um. Ja, das soll uns erstmal reichen. Tief genug sollten wir Blöcke setzen. Leider. Ist eigentlich egal, wie tief.
fangen wir auf der Ebene dann an, halt das Eisen abzubauen. Wenn wir hier gerade Bäume haben, schnell noch mal ein paar Bäume schlagen. Sehr schön, gleich 1200 erwischt. Läuft ein Hut. Das müssten wir uns eigentlich gönnen, ne? Ich kann Federn gebrauchen. Natürlich. Ja, irgendwo da in die Richtung dümpelt das Huhn rum. Wo ist es hin? Tja, ich kann es auf jeden Fall nicht sehen. Ich will die Federn haben. So viel zu dir. Scheiß aus Huhn. Sehr schön, ey. Steine haben wir echt gut eingesammelt. Gleich die nächsten Steine.
erstmal einmal ganz kurz nach Hause. Noch 12:30, dann können wir auf jeden Fall nochmal looten gehen. Also einmal natürlich, ne, hier unseren Hauptraum. Bei Working Stiff. Ja, das sah mal schon wieder durstig. Achso, haben wir im Gürtel. Da ist ein Huhn. Ah, du hast entdeckt, oder? Läuft's nur so weg. Ja, sehr schön. Aber wir haben ein paar Federn. Oh, fett den Sprung verkackt. So. Da draußen mal die Pflastersteine. Das schmeiß mal mit in die Schmiede. Dass das reicht. So, Pieten dahin. Schaufel packen wir gleich weg. Die packen wir gleich weg. Ja, das mal hier reingemüllt. Baumwolle noch. Achso, warte mal, nee, wir wollten noch Pflastersteine machen. Robotik haben wir noch nicht. Oh, Pflastersteine, bam. Futter. Dann können wir uns 24 Spitzen schon mal einpacken. Bloß nicht zu viel, was uns belastet, dann haben wir 79. Ist jetzt nicht gerade viel. Schaufel weg. Die habe ich auch nicht irgendwie mal abgelegt, die Scheißfeder, ne? So. Das hatte ich doch richtig gesehen, ne? Da war mindestens noch eine Working Stiff Kiste, eine Shotgun Kiste. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich würde ja auch unheimlich gern endlich mal eine Pistole haben. Ein Huhn. Kurz Ausdauer aufbauen. Noch pickt es. Und Schub. Da hätten wir noch mehr Spitzen mitnehmen können. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ob die sich da jetzt resettet haben. Ah ne, Mist, ich muss ja da hinten hoch. Ah, ganz knapp den Sprung verkackt.
Also bei dem Dishong Tower war das auf jeden Fall so. Da hatte sich dann der Hauptraum resettet. Ich meine, offen ist er noch. Also der, wo die rausgeplumpst sind alle. Kartoffelsaat, wunderbar. Und ein Buch für den Helmlichtmod. Sonst nichts. Da scheinen aber keine neuen zu kommen. Hier wäre nochmal ein Knopf. Das ist bestimmt für irgendeins von den Toren da, ne? Ein etwas größerer Muni-Vorrat. Metallketten-Mod. Ein bisschen Muni. Neun Dietriche. Ob ich das schaffe? Geil, nächste Wut. Schrotflinten. Und ein paar Waffenteile. Und noch ein Medical-Buch. Ja, das war's. Nur noch die Kisten. Und dann die da. Ja, Strahlungsentferner-Mod. Kann ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Ja, ein Forge-Buch natürlich schon. Und da haben wir das nächste für Reparaturwerkzeuge. Die kann man ja eh nicht verkaufen, ne? Kann ich mal zerlegen. Ja, bin mal gespannt. Ob ich mit meinen neuen Dietrichen da reinkomme. Und der erste läuft schon mal super. Oh, jetzt soll er auch durchziehen können. Oh. Nein! Komm, mach es! Ja, das gibt's doch nicht! Lass mich Rinder! Jawohl! Oh, zwei Bücher! Ja, gezähmte Klingenmod. Das ist, glaube ich, nicht der, den man aus dem Diamanten macht, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Handwickel gibt, glaube ich, auch nochmal ordentlich Kohle, wenn wir den repariert haben. Ja, dann eben, ne? Bergbauwerkzeuge verursachen 10% mehr Blockschaden. Super! Ja, und nochmal Erntewerkzeuge gepusht. Sehr schön. Geil, geil, geil. Habe ich Leder? Ja, in Hoon gibt ja immer kein Leder. Also können wir das Ding erstmal nicht reparieren. Können wir easy peasy erstmal einmal wieder nach Hause gehen. Jetzt habe ich den Knopf nicht ausprobiert. Das ist bestimmt für die ganzen Tore. Hätte ich natürlich schon eigentlich ganz gern gewusst. Aber rein von der Theorie her ist es auch egal. Kommen wir hier irgendwo runtergesprungen? Auf die Lampe? Okay, es hat auch so nichts gekostet, auch wenn ich die Lampe nicht getroffen habe. Sehr schön. Jetzt können wir fürs nächste Haus uns gleich wieder noch ein paar Pfeile machen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich da jetzt schon drin war. Oder ob das noch... Also im anderen Game auf jeden Fall. Hier bin ich ganz ehrlich, habe ich es völlig vergessen. Den Sprung verkackt.
Ja, da waren ja die Pflastersteine unterwegs. Mal nochmal 23 oben drauf. Sonst noch was für Sprengstoff? Der gezähmte Kling. Ja, genau, das war nur der mit der blutenden Wunde. Und die können wir ja nur in Klingenwaffen einbauen. Mods hat hier. Saven wir uns erstmal. Metallcut. Kettenmod. Jetzt könnte man ja eigentlich mal den Knüppel ausprobieren, ne? Weil der gehört ja noch zu. Hier müssen wir nochmal Waffenteile. Money. Medizin haben wir auch aufgesammelt. Stimmt, da ist noch ein Mod. Kartoffelsaat. Eigentlich wäre es natürlich sinnvoll, sie gleich zu pflanzen, aber ich kann eh keine neuen machen. Und wir haben auch nicht genug Nitrat, um ein neues Beet zu machen. Also erstmal gesaved. Leder zum Reparieren. Es ist ein Fleisch noch vergessen. Ah ne, ist noch 23 Minuten am Laufen. Es ist doch derbe. Ne, Quatsch. Ne, der gehört nicht zu den Knüppeln. Zu was gehört der denn dann? Der selbstgebaute Stab. Zählt er dann zu den Vorschlaghämmern? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann der, weiß das ja einer von euch, aber bitte unten reinknallen. Nee, auf jeden Fall. Also ich bin halt von diesem Stab in keinster Weise begeistert, wenn der nur so ist. Also finde ich nicht gut. Der Trader-Kiste, das rein. Messing da rein. Und Leder. Hab ich wieder nie abgelegt, so. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ich check das mal kurz ab. Weil die hier bei uns in der Nähe ist und wir 17 Uhr haben. Auf jeden Fall weiß ich eins ganz sicher. Besser wenn dann ein Hund ist. Ich bin ganz ehrlich, da kann er raufspringen. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Ach du Scheiße. Alter. Ah, der so leise, ey. Bis er an mir dran war. Was für ein Drecksack. Verkackter Hund, ey. Will er mal hoch. Oh, du hättest nicht noch da unten bleiben können. Scheiß Köter. Komm her hier. Da ist er. Du, ich sehe endlich derben. Da kommt eine Zombie-Tussi.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir dann da noch nicht drin waren. Müssen wir ihn natürlich auch noch zerschnetzeln. Ah, ich habe den eigentlich ganz gut in der Drehung einen in den Kopf geballert, ne? Mit dem Fall. Also das kann man jetzt nicht anders sagen. Ich meine, ich hätte zwar beinahe einen Herzinfarkt bekommen, aber... Oh, ganz knapp an einem Schlag vorbei. So, wer haben wir denn hier außen noch? Ist da einer drin? In Ruhe. Sonst gibt's hier nichts. Gabelstapler? Wie wollen wir auf Arbeit? Ja, hier gibt's überall nichts. Einmal erinnern ins Vergnügen. Ein Gormel Sandwich. Ach, ein Crawler. Nichts zu looten. Aha, da oben einer aufgewacht. Den noch was gegrunzt? Ja, ja. Irgendwo ist noch einer. Der kommt da. Ein Bauarbeiter. Was? Der ist so durch seinen Kopf geflogen, Alter. Komm, ich mal rein. Der 1847. Gibt's denn da oben auch wenigstens weit? Nö. Bis jetzt ist es ziemlich mau hier mit dem Loot. Das ist die Frage, ey, kommt man da überhaupt noch irgendwie rein? Ja, von oben wahrscheinlich, ne? Siehste, ich muss mir so langsam auch Kits mitnehmen. Jetzt, wo ich die Werkzeuge habe, gar nicht dran gedacht. Nur einen Blick rein riskieren hier. Da ist eine Treppe nach oben. Ansonsten sehe ich erstmal nichts. Aber nach oben kommen wir halt auch irgendwie anders. Ist ja unser erstes Loot? Jawohl, Werkzeugkiste. Ich bin schon wieder durstig. Ey Mann, immer dieses Festhängen. Ah, beides normale. Oh, nö, ey, da duckt er sich weg. Boah, schon wieder daneben geschossen. Wieder daneben. Wer
Was stimmt mit dir denn schon wieder nicht? Wo hängst du denn fest? Bist du ein Zombie oder was? Boah, schön nochmal einer nehmen. So Pfeilarm bin. Also hier müsste eigentlich einer stecken. Irgendwie auch nicht. Egal, weiter. Ich brauche noch ein bisschen Loot hier. Boah, der ist auch ganz knapp an einem Schlag vorbei. Ist alles leer, ey. Oh, der ist auf Agro. Scheiße. Der ist immer noch auf Agro. Da ist er da. 20 Uhr am Eis. Rüstungsteile. Da könnten noch mal welche drin hocken. Ja, geht's auch schon los. Ey, cool. An seinem Sack vorbeigeschossen. Und noch mal daneben. Einen einzigen Fall nur, ey, Scheiße. Ein Buch, wunderbar. Vorschlaghämmer schon wieder. Ach, die sind auch zum Knacken. Hm. Was haben die so? Nicht gerade viel. Mal gut, dass ich keinen Dietrich genommen habe, ey. Da ja nichts drin ist. Anderthalb Stunden haben wir noch. Was war das? Hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ist das ein Crawler? Nee, es ist ein Holzfäller. Die schlagen auch übelste Kellen. Gleich mal der erste daneben. Oh, hätte ich eher springen können. Warum geht ihr immer über diese dämliche Bank da, anstatt normal auf den Boden zu gehen? Scheiß Zombies! Keine Kelle haben, Alter. Mit viel Pech, ey, stunt er mich. Und gibt mir dann noch eine Kelle. Er hat neue Sounds, ne? Ja. Irgendwas hämmert da noch. Ja, ja, die haben sie neues Haus gegeben, geil. Und wie viel der braucht, ey. Oh, daneben. Was? Ey, der war doch wieder ein Treffer. Immerhin gibt er 750. Irgendwo war da dann einer im Hämmern. Wo ist er hin? Ist auch egal. Wir haben hier wieder das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß mit dem
Blindfisch-Bormix mit dem Bogen, der kann's einfach nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.